Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aktuell dreht sich hier bei uns ja alles um die neue Strecke Aue-Chemnitz. Und bisher befanden wir uns da immer in der Gegenwart, denn das ist natürlich auch das Wichtigste, dass am 29. Januar hier die Strecke eröffnet, beziehungsweise ab 30. Januar dann im Regelbetrieb. Aber ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Und dafür treffe ich mich jetzt mit dem Herrn Blass. Herr Blass, wir stehen ja jetzt hier an dem Haltepunkt Chemnitz-Erfenschlag. Ne? Erzählen Sie doch mal, was hat es mit dem Haltepunkt so genau auf sich? Was gibt es hier Spannendes drüber zu erzählen? Ja, wir haben uns schon seit einer ganzen Weile ein bisschen mit der Geschichte in Erfenschlag beschäftigt und natürlich auch mit dem Bahnhof von Erfenschlag. Das begann 1835. Dort hat die damalige Chemnitz-Adorf-Aue Eisenbahngesellschaft schon die Grundstücke erworben und dann 1872 bis 1875 wurde dann die Strecke relativ schnell und problemlos gebaut. Leider bekam der Ort Erfenschlag noch keinen Haltepunkt auf dem Gebiet von Erfenschlag, sondern der erste Haltepunkt Erfenschlag war auf dem Flur von Reichenhain. Und dann erst 1908, nachdem die Strecke zweigleisig bis Einsiedel ausgebaut wurde, erhielt Erfenschlag dann einen Bahnhof. Ein sehr schönes, altes, kleines, fast im alpenländischen Stil erbautes Gebäude. Dann 2003 ist er leider abgerissen worden. Die Einweihungsfeier damals muss ausgesprochen bombastisch gewesen sein. In dem neu gebauten Bahnhofsrestaurant, von was kaum noch etwas übrig geblieben ist. Das ist jetzt nur noch ein Flachbau, leider damals zerstört worden im März 1945 beim Bombenangriff und nie wieder so aufgebaut worden. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Nebenbei gab es in Reichenhain dort auch eine sehr schöne Gaststätte, die sich am Anfang auch Erfenschlag nannte, dann umgenannt wurde in Reichenhain, im Volksmund Barbarina damals benannt. Angeblich soll dort eine italienische Tänzerin jeweils am Wochenende dort aufgetreten sein. Wie finden Sie es denn, dass jetzt diese Strecke wieder in Betrieb genommen wird? Das ist schon eine tolle Sache, oder? An der Strecke ist es natürlich ein unheimlicher Fortschritt, dass jetzt hier aus aller halben Stunden eine Straßenbahn bis ins Zentrum nach Chemnitz und dann sogar noch weiter nach Mittweida und Burgstedt fährt. Wir hoffen damit natürlich, dass dann der Busverkehr und Autoverkehr auf unserer Landstraße hier erheblich reduziert wird und vielleicht auch da die Fahrradfahrer etwas ungefährlicher leben können, als so wie das jetzt der Fall ist. Jetzt haben Sie ja noch viele weitere interessante Geschichten auf Lager. Dafür haben wir ja jetzt gar nicht so die Zeit. Aber für interessierte Bürger, die können sich das ja bald, ungefähr wahrscheinlich so im März, anschauen innerhalb einer Fotoausstellung. Erzählen Sie doch da mal was drüber. Ja, also wir haben in Erfenschlag hier eine Gaststätte, die Ende der 20er Jahre erbaut wurde und jetzt ein Mediterraneum, wo also italienische Spezialitäten serviert werden. Und dort machen wir so alle Vierteljahre eine Bilderausstellung zu interessanten Themen von Erfenschlag und wollen jetzt dort zu dieser Bahnhofsgeschichte Erfenschlag dort eine Ausstellung realisieren. Wobei im Moment ist das alles noch in Arbeit, aber ich denke, bis Ende März werden wir das realisieren können. Dass die Leute sich also dort ein bisschen informieren können, die geschichtsinteressiert sind. Sehr schön. Also sollte man auf jeden Fall machen. Wir werden natürlich dann rechtzeitig informieren, wenn es soweit ist und man sich diese Fotoausstellung anschauen kann. Und vielen Dank auf jeden Fall jetzt für Ihre Zeit. Ne? Danke. Und wie schon gesagt, am 29. Januar ist es soweit. Dann eröffnet hier die Strecke. An diesem Tag kann man ja schon mal an einem Art Schnuppertag ein bisschen die Strecke auskundschaften und sich das Ganze anschauen. Und dann ab 30. Januar geht es hier los im Regelfahrbetrieb. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.